MPEG. B2-Integration. Der Autointegrationsprozess. Die Integration von Zuwanderern in jeder Gesellschaft muss auf vier wesentlichen Elementen aufgebaut werden. Dieser Autointegrationsprozess wird in der plötzlichen Massenmigration, wie Deutschland in den letzten 5 bis 10 Jahren erlebt hat, unerlässlich. Die vier Elemente sind: erstens soziale Integration, zweitens wirtschaftliche Integration, drittens politische Integration, viertens Umweltintegration. Erstens soziales. Im Bereich der sozialen Integration hat Deutschland das Notwendigste getan und mehr. Das verdient Respekt. Allein dies, basierend auf der Methode der Autointegration, wird jedoch innerhalb von 5 bis 10 Jahren zu einer Systemsperre führen. Zweitens, wirtschaftlich. Es ist klar, dass genügend Mittel bereitgestellt werden, um die wirtschaftliche Integration zu fördern, aber leider von mikrodomestischen Aktivitäten verbraucht werden und nicht genug für makroökonomische Integrationsprojekte bestimmt sind. Deutschland ist in der Lage, einen umfassenderen wirtschaftlichen Integrationsprozess zu verbessern. Eine solche solide wirtschaftliche Integration ist erreichbar, erfordert aber mutige Entscheidungen, die eine umfassendere Überprüfung des Einwanderungsbegriffs erfordern. Wenn eine gute wirtschaftliche Integration in Kombination mit einer guten sozialen Integration erreicht wird, verzögert sich die Systemsperre von 10 auf 20 Jahre. Drittens, politisch. Dies ist eines der wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Integration. Die Geschichte ist voll von schlechten politischen Integrationsbeispielen, an denen Minderheiten mit Migrationshintergrund beteiligt sind. In jeder Gruppenmigration wird sich die Mehrheit der Zuwanderer integrieren, aber es wird immer einige Personen geben, die es auch nicht schaffen, indem sie a. totale Ausfälle. Diejenigen, die es nicht für persönliches Manko oder Mangel an geeigneten Chancen zu machen. Ungeachtet des Grundes führt der Verlust der Hoffnung, die gescheiterte Situation ändern zu können, zu einer hoffnungslosen Gruppe. B. Überambitionieren. Ohne eine solide politische Integration, die allen entgegenkommen kann, viele überambitioniert, wenn sie keine Chance sehen, durch die Inneren zu durchbrechen. Einige von ihnen werden Wege finden, ihre Energie zu nutzen, um ihren Gemeinschaften zu helfen. Zweifellos sind jedoch einige der überehrgeizigen Unternehmen nicht in der Lage, sich zu integrieren. Die beiden Gruppen, die Hoffnung auf eine Integrationschance verloren haben, werden zueinander finden. Das landet meist in politischen Ghettos mit wahren Gläubigen. Basierend auf der Methode der Autointegration ohne richtige politische Integration wird die Systemsperre innerhalb von 20 bis 25 Jahren. Eine solche Systemsperre kann gewalttätig sein. Viertens, Umwelt. Die Umweltintegration ist ein neues Konzept, um den treibenden Trend der deutschen und europäischen politischen Landkarte zu beobachten. Die Umweltintegration ist ein Situationsprozess, der eine kontinuierliche politische Positionierung beinhaltet. Da einige Teile dieses Ansatzes noch untersucht werden, können einige Teile dieses Ansatzes erst öffentlich sein, wenn sich das Ergebnis dieser Prüfungen als praktisch erweist. In der Hoffnung, was zur Folge hatte, die Ergebnisse der bevorstehenden Rennen im Europäischen Parlament berücksichtigen zu können. MPEG Deutschland präsentiert diese B2-Autointegration. Jedes dieser 4 Integrationselemente stellt einen der Autoreifen und für die deutsche politische Maschinerie dar, die es ihr ermöglichen wird, die Führung bei der Gestaltung der Zukunft der Einwanderungsintegration in Deutschland und Europa zu übernehmen.